Ja, es ist das erste Mal, dass sowas in Sachsen vorgekommen ist, dass der Abschuss eines Wolfes genehmigt oder gar beauftragt worden ist. Deswegen muss man da auch sehr genau hingucken, wie ist denn das Prozedere, wenn man sagen muss, ja, Fälle mit Wölfen, die in irgendeiner Art und Weise auffällig werden, die wird es auch wieder geben. Seit der Wolf sich hier bei uns wieder fest etabliert mit eigenen Rudeln, steht das einfach an. Und ein bisschen wie jetzt diese Abläufe sich gestalten und was man dafür erfahren macht, das ist halt immer ein bisschen die Blaupause, wie es in der Zukunft gehen kann. Dieser Wolf ist vielfach gesehen worden ab Mitte November in einem Ortsteil von Rietschen. Es hat sich in den Untersuchungen die Situation gezeigt, wo der Wolf in der Ortschaft aktiv nach Futter gesucht hat, vornehmlich auf Komposthaufen. Er ist dort fast ausschließlich von Autos oder aus dem Gebäude heraus beobachtet worden. Und der Wolf hat sich beim Auftreten eines Menschen außerhalb eines Gebäudes oder außerhalb eines Fahrzeuges dann auch immer zurückgezogen. Und da kam dann die Einschätzung, dass dieser Wolf von dem Institut Lupus, dass das Verhalten bedenklich ist, dass dieser Wolf zu überwachen sei, dass er auch zu besendern sei. Das waren dann auch die Empfehlungen. Wenn jemand als Wildtier so an Menschen konditioniert wurde, sind wir mit unseren Fachleuten, auch von unseren Behörden, die wir haben im Landkreis, zu der Meinung gekommen, dann wirken oder laufen Vergrämungsmaßnahmen einfach ins Leere. Und danach kam dann auch das zeitlich und auch räumlich befristete Einvernehmen vom Umweltministerium zu der so gesagten Entnahme. Es ist sozusagen vom Umweltministerium unser Vorgehen damit rechtlich abgesichert und bestätigt worden, auch in den Stufen vom Managementplan. Das ist natürlich alles auch da durchgeprüft worden. Und wir halten das als Landkreisverwaltung für eine verhältnismäßige und sachlich gerechte Entscheidung. Die Verlässlichkeit des Wolfsmanagementplanes sehe ich allerdings momentan eher gerade gefährdet und nicht bestätigt, weil wir haben eigentlich eine Ablaufkaskade, die auch der Bevölkerung zeigen soll, wir machen da nicht so ein Schwarz-Weiß-Malen, sondern wir wollen die Sache differenziert betrachten und gut abwägen, an der Situation angepasst reagieren. Und erst wenn es notwendig ist, wenn man wirklich sagt, es entsteht eine Gefahr, dann wollen wir zugreifen. Und da habe ich eben die Schwierigkeit mit der Entscheidung, dass dieser Punkt der Vergrämung übersprungen wurde. Vergrämung hat keine Erfolgsgarantie. Wir haben aber ein hochkomplexes Säugetier. Und die Antwort, ob eine Vergrämung erfolgreich sein wird, die können wir erst dann beantworten, wenn wir sie versucht haben. Wenn wir den Versuch nicht machen, fällen wir ein Urteil über diesen Wolf und sagen, ach, den hätten wir eh nicht, ich nenne es mal umgedreht. Und das ist leider einfach unfachlich. Das geht einfach an der Biologie des Wolfes vorbei.